Weißt du, woran du merkst, dass du älter wirst? Du merkst, dass du älter wirst, wenn du beginnst, Dinge aus Prinzip zu machen. Digga, die haben letzte Woche bei uns im Erdgeschoss eine Hausparty geschmissen, Köln. Geile Mucke, geile Lautstärke, alles vom Feinsten. Die haben das sogar eine Woche vorher angekündigt. So. Ich habe trotzdem die Polizei gerufen. Aus Prinzip. Ja. Und deine Generation, Digga, ich habe einen Bruder, der ist so alt wie du. Netter Junge, herzensguter Junge, aber ein vollendeter Idiot. Digga, immer wieder Gangster, ich bin der krasseste Gangster. Letztens sagt er zu mir, Ostern, ich war in einer Schießerei. Nichts Schlimmes, Silvester, Schreckschuss, sagt er mir aber nicht. Ich total panisch, oh mein Gott, geht's dir gut? Hast du dich verletzt? Ja, Mann, ich hab mich total verletzt. Und ja, er hat sich verletzt. Es hat sich herausgestellt, er ist beim Wegrennen gegen eine Laterne gelaufen. Digga, Wahnsinn. Und die Generation heute ist komplett anders, Digga. Das einzige Gute an der heutigen Zeit, Freunde, ist, Eltern geben ihren Kindern mittlerweile sinnvolle Ratschläge. Digga, sinnvolle Pädagogik, ganz groß geschrieben heutzutage. Mein türkischer Papa hat mir in 37 Jahren ein einziges Mal einen Ratschlag gegeben. Ich schwör's, ein einziges Mal. Und damals war meine Ex-Frau kurz vor der Entbindung. Und wahre Geschichte ist, mein Vater zu mir gekommen und hat gesagt, wenn du bist im Kreissaal und Kind kommt, dann guck nicht hin. Das war sein Ich hab's nicht verstanden. Papa, wohin? Hin. Amunakoyim, hin. Papa, ich. Papa, ich verstehe nicht, was meinst du? Amunakoyim, hin, lan, hin, hier, hin. Meinst du das, was ich denke? Muschi, Muschi! Und ich habe meinen Vater, türkischen Vater, noch nie das Wort Muschi schreien hören, Digga. Das klang so, als würde er einer Katze hinterherrufen, die ihm Geld schuldet. Muschi! Ja. Und ich schwör's dir, mein großer Bruder hat den Ratschlag nicht beherzigt. Er hat bei der Geburt seines Sohnes hingeschaut. Und Köln, ungelogen, er ist ohnmächtig geworden, Digga. Ich schwör's, er ist auf den Boden gekippt. Und wisst ihr, was die Hebamme gemacht hat? Der heftigste Boss-Move, von dem ich jemals gehört habe. Digga, die haben einfach einen Laken drüber gelegt.